Ja, hallo Thomas, hallo liebe Hallo Schachfreunde. Ferenc. Hallo, und zwar, ich habe heute wieder was Interessantes meiner Meinung nach mitgebracht. Und zwar, es geht um das Thema Angriff. Und vielleicht wundert ihr euch, wieso, hier ist doch gar keine Dame zu sehen. Ja, man kann also auch super im Endspiel noch angreifen. Und das beweist in dem Fall Großmeister Krischok gegen Dominguez Perez. Und die Partie wurde 2014 in Baku gespielt. Und wie ihr vielleicht wisst, angreifen kann man in Anführungszeichen nur, wenn man da zu Linien öffnet. Man sieht schon, so der schwarze König ist so ein bisschen eingeschlossen, aber die eigenen Bauern stehen noch davor. Also im Prinzip der Plan von Weiß lautet, er würde unglaublich gerne hier die H-Linie öffnen und Druck gegen den schwarzen König aufbauen. Allerdings, momentan, so wie es jetzt steht, ist der Bauer auf E4 ja ungeschützt, ne? Durch den Läufer auf B7 und den Springer auf C5 zweimal angegriffen und nur durch den Läufer auf D3 einmal gedeckt. Und ja, deswegen ist der Krischok, nicht nur deswegen, sondern unter anderem deswegen ist der Krischok natürlich Großmeister, weil er sagt, okay, Moment mal, ich muss jetzt gar nicht den Bauern decken, ich kann trotzdem meinen anderen Plan hier verfolgen und öffne hier die H-Linie und mache hier einen Angriff. Das heißt, Krischok hat hier den genialen Zug gefunden, einfach H5. Und ich zeige, oder wir zeigen euch jetzt die Variante, so wie es nicht kam, weil das eigentlich viel spannender ist, als wie es in der Partie kam. Die Partiefortsetzung war G schlägt H5. Und dann hat Krischok Turm E1 gespielt, hat jetzt den Bauern gedeckt, hat danach den Bauern auf H5 genommen und so etwa 15 Züge später hat er dann gewonnen. Viel Mit dem Turm. interessanter. Nur ganz kurz hat er mit dem Turm genommen. Das müsste ich jetzt nachschauen, ob er mit dem Springer oder mit dem Turm als nächstes auf H5 genommen hat. Okay. Gut, das Weiß ist ich gerade wahrscheinlich nicht. auch nicht ganz so entscheidend. Ja. Schauen wir uns an, was hätte passieren können, oder? Genau. Nämlich in dem Fall wirklich viel, viel spannender. Viel, viel spannender, weil Schwarz könnte hier auf E4 mit dem Springer schlagen. So, und das ist jetzt eigentlich noch viel krasser. Wir sagen, das interessiert uns auch nicht, weil Also was er eigentlich. jetzt droht, ist ja eine Springergabel, ne? Jetzt Springer schlägt Genau. D2, Gabel, Genau. da, also man verliert schlichtweg einfach einen Läufer und danach noch einen Turm. Genau. Richtig. Und das Krasse ist, das kann jetzt Weiß auch wieder ignorieren. Und nur deswegen funktioniert die Variante. Also nach Läufer schlägt E4 oder so steht Schwarz besser. Ne? Also das darf man hier nicht machen. Ja? Also man muss jetzt hier wirklich auch den Zug H schlägt G mit dem Opfer finden. Das hätte der Krischok natürlich auch gefunden, weil das hatte er ja geplant. Aber warum das geht, das zeigen wir euch jetzt. Also H schlägt G. Und jetzt verzweigt sich's wieder. Wir zeigen einmal Thomas die ganz schöne Variante mit dem Springer schlägt D2, bitte. Also die Gabel, die wir besprochen haben. Genau. König C1. Jetzt, wenn er sogar noch den Turm nimmt, das ist eigentlich die allerschönste Variante, entsprechend schlägt F1. Weil dann geht es weiter mit G schlägt F7. Und ihr seht schon oben, Stockfisch zeigt an, Ja, Matt in 4. schon matt, ja. Ach, Ne? interessant, dass man, gut, man will natürlich da irgendwo in den Turm noch dazu holen, deswegen nimmt man nicht den H7 Bauern, ne? Genau, weil wenn wir den H7 Bauer nehmen, dann könnte Schwarz König H8 spielen und dann geht es nicht weiter. Dann geht es irgendwie nicht weiter, weil man Genau, und man nur darf ja auch nicht ganz vergessen, man kurz. hat sein Material auch weniger, ne? Genau, weil du hast dann also halt einfach keine Folge mehr. Genau. Genau, deswegen F7 mit Schach. Genau, geschickt auf 7. Und Und jetzt jetzt kommt man eben darauf. genau. Auf König G8 folgt F7 mit Matt oder wenn er den Läufer dazwischen stellt. Genau, auch ein sehr schönes Matt dann. F7 Bauer, F7 Matt danach. Ah, hier, Hat man auch nicht alle Tage, ja. ja. Vor allen Dingen ist ja auch wichtig, dass der Läufer noch den Turm deckt. Genau, nach Läufer G7 wird der Läufer geschlagen mit Ja. Schach. König F8. Und auch das hat man nicht alle Tage. Springer G6 Matt. Sehr, sehr schön. Sehr spannend, ja, auf jeden Fall ästhetisch. Ja, vor allen Dingen, dass Genau. man halt einfach hier unten das ganze Material aufgeben kann, weil der eigene Angriff stark genug ist. Genau. Das ohne Damen am Brett, einfach der Angriff ist durchgeplant. Gut, und jetzt würde ich sagen, hier nochmal die Verzweigung, bitte statt Springer schlägt F1, F schlägt G6, wie es dann weitergehen würde. Dann würden wir jetzt den Springer uns zurückschlagen, dass wir wenigstens wieder gleiches Material hätten. Genau, Turm C7.
Jetzt geht man auf den, auf den Bauern E6 mit Turm E1. Also hier hat man jetzt wieder zwei Angreifer drauf. Genau. Und jetzt kann man sogar schnell Schlick E6 machen. Das gewinnt dann auch. Weil man dann einmal die beiden Bauern dann wieder zu stark sind. Ne? Also es wird dann wieder gegen den König gespielt. Ach so, ja, weil man jetzt quasi das wieder gibt. Genau. Jetzt mit dem Läufer zurückschlagen, wie es Stockfisch auch vorschlägt. Und on the long run ist das Problem einfach, dass die beiden Bauern vor dem, in Anführungszeichen, nackten König, ja, Ja, einfach. man kriegt das irgendwie kaum verteidigt, ne? Also, No, aber ist minimum schon genau. interessant. Also auch wenn, weil der Turm ja eigentlich hier auch noch verteidigen könnte, aber Stockfisch sagt auch schon ganz brutal plus 2,2 und halt Genau. einfach eine gewonnene Stellung. Was mir spontan natürlich auch noch auffällt, man könnte auf der H-Linie verdoppeln. Das geht im Moment ja jetzt noch nicht, weil der Läufer auf B7 steht. Also meine Idee ist Turm EH1. Aber man kann das ja vorbereiten und spielt den Turm auf die zweite Reihe. Also Turm E2 und dann Turm H2 Und rüber. genau, Turm H2. Wenn auf der H-Linie sind und der Turm dann auf H8 eintritt, dann ist es eh vorbei. Ja, genau, also das ist ja auch jetzt gerade alles dicht. Genau. Spannend, ja. Da steckt viel drin. Also manchmal muss man H5 spielen. Und jetzt sind, glaube ich, eine Variante noch schuldig geblieben. Oh. Und das sein H5, Springer schlägt E4. Wir haben er Genau. schlägt. Die haben wir jetzt zuletzt gezeigt. Genau. H5, Springer schlägt E4. H schlägt G6, F schlägt G6, müssen wir noch zeigen. Das ist, gehen wir ein bisschen weiter hoch, bitte. Statt dem Springer schlägt D2, F schlägt G6. Genau, da in dem Variantenbaum. Ach hier. Genau, also wenn er jetzt nicht den Läufer nimmt, sondern F schlägt G spielt, wie man dann gewinnt. Und das ist ein bisschen, naja, merkwürdig fast, ja, dass man jetzt so einen Zug macht, einfach wie, was hatte ich angegeben, die Variante Läufer A5, genau. Ja. Ist eigentlich Weil wie so ein jetzt Wartezug, oder? ist so ein Wappenzug. Und das würde weitergehen mit, jetzt kann Schwarz den Springer auf. Den Bauern auf G5 nehmen, genau. Rot den Turm. Turm G3, greift den Springer an. Läufer H6 und jetzt noch sogar noch wieder so ein Opfer, wieder Springer, was heißt wieder? Springer schlägt G6, funktioniert hier. Ja, das ist immer dieser schwache Bauer auf G6, gell, weil man halt im Endeffekt dann mit dem Läufer da landet. Genau, also man macht immer, man öffnet immer alles gegenüber den König. Ne? F7 Schach noch. Springer schlägt F7 und ich glaube, nach Läufer schlägt G6 hatte ich abgebrochen. Genau. Ja. Ist auch Auch die. eine positiv bewertete Stellung. Genau. Man gewinnt hier quasi Material zurück und steht dann besser, um das abzukürzen. Ja. Ja, vor allem jetzt hat man ja im Prinzip zwei offene Linien auf den König. Einmal mit Abzug hier. Also Genau. würde ich jederzeit gerne spielen, so eine Stelle. Jo. Okay, hat viel Freude bereitet. Danke, dass du es uns gezeigt hast. Und ja, wir wünschen viel Erfolg am Brett. Genau, also wie gesagt, die Kernbotschaft am Anfang, H5 öffnen und man konnte in dem Fall die Drohung ignorieren. Ja, Alles dann klar. auf mein, macht's gut, viel Spaß, ne? Jo, ciao.